Schönen guten Abend, liebe GI-Mitglieder, schönen guten Abend, liebe Gäste. Herzlich willkommen zu unserem vierten GI-Web-Talk. Heute zu dem Thema Forschungsdaten in der Informatik, Nationale Forschungsdateninitiative. Mein Name ist Nicolas Becker, ich bin Referent in der Geschäftsstelle der GI und ich werde den heutigen Abend moderieren. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir haben aktuell über 80 Teilnehmer und dass wir uns heute gemeinsam mit dem großen Themenkomplex Forschungsdaten in der Informatik und der Nationalen Forschungsdateninitiative der DFG widmen können. Ich freue mich umso mehr, dass wir heute vier spannende Gäste gewinnen konnten, die sich im Rahmen der GI, aber auch in ganz anderen Zusammenhängen mit diesen Themen beschäftigen. Und möchte Ihnen einen ganz kurzen Überblick geben, wie sich der heutige Abend gestaltet. Sie werden zunächst einen Einleitungsvortrag vom GI-Vizepräsident Michael Gödicke hören. Anschließend haben wir zwei Input-Vorträge von Ramin Jayapur und Anne Kurciolek. Und anschließend werden wir gemeinsam in die Diskussion einsteigen, zusammen mit Ulrike Lucke, ebenfalls Vizepräsidentin der GI. Ich möchte Sie herzlich einladen, sich auch an dieser Diskussion zu beteiligen. Da wir jetzt nicht die normalen Möglichkeiten einer Vor-Ort-Diskussion haben, wird sich das hier wie folgt gestalten. Sie haben rechts ein Chatfenster, in das Sie Ihre Fragen gerne eintragen können, gerne auch schon während der Vorträge. Und wir werden Ihre Fragen anschließend im Rahmen der Diskussion aufnehmen und diskutieren und hoffentlich beantworten können. Falls wir Ihre Fragen dabei nicht beantworten können, schreiben Sie uns doch auch gerne im Nachgang noch eine E-Mail, und zwar an nfdi@gi.de. Sie können sich auch sehr gerne schon während der Veranstaltung auf Social Media zu unserem Web-Talk austauschen. Wir haben dazu den Hashtag GI-Web-Talk angedacht. So, und mit diesen Anmerkungen gewissermaßen zum Housekeeping würde ich dann auch an Michael Gödicke übergeben. Michael, bitte. Ja, herzlichen Dank. Ich begrüße alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei diesem GI-Web-Talk zum Thema NFDI. Mein Name ist Michael Gödicke und ich will ganz kurz einführen und eigentlich sozusagen den größeren Teil des Sprechens dann hinterher unseren beiden Präsentierenden, den Anne Kurciolek und Ramin Jayapur, überlassen. Zunächst das Thema NFDI, also Nationale Forschungsdateninitiative, ist etwas, was vor ein paar Jahren gestartet worden ist als Erkenntnis, dass eben halt sehr viele Forschungsdaten in diversen Silos über alle wissenschaftliche Disziplinen hinweg verteilt existieren und es eben halt eine gute Idee wäre, eben halt diesen Datenschatz allgemein zur Verfügung zu stellen, den wissenschaftlichen Communities und möglicherweise eben halt auch übergreifende Fragestellungen auch zu klären und zu erforschen zu können, eben halt auch über die wissenschaftlichen Communities hinweg. Das hat dann dazu geführt, dass die gemeinsame wissenschaftliche Kommission, die GWK, dieses Förderprogramm beschlossen hat, was letztendlich von der DFG durchgeführt wird und auch eine neue Situation bezüglich der DFG darstellt, weil nämlich eben halt diese Konsortien, die sich hier finden sollen, die fachlicher Natur sind und ausgerichtet sind nach beispielsweise Gesundheit, Naturwissenschaften, diverse Bereiche dort, eben halt auch das Thema Informatik, was wir heute Abend besprechen wollen, sich hier diese fachlichen Communities finden sollen und eben halt Konsortien bilden sollen, die dann auch kooperieren, damit man eben halt auch übergreifende Fragestellungen dann auch beforschen und eruieren kann auf der Basis von Daten, die in diesen Communities gefunden werden und zur Verfügung gestellt werden. Die weiteren Dinge werden wir im Laufe des Abends sicherlich in diesen Vorträgen auch noch erfahren. Die GI möchte ein Konsortium bilden, das eben halt speziell Informatik
als Fachlichkeit in den Fokus nimmt und dort eben halt die Daten, die in diesen einzelnen Bereichen der Informatik angefallen sind, eben halt auch in diesem Sinne aufarbeitet, zur Verfügung stellt, auch im Sinne von verbesserten Publikationsprozessen, wo eben halt zunehmend nicht nur sozusagen der verschriftlichte das verschriftliche Forschungsergebnis eine besondere Rolle spielt, sondern eben halt auch die in der Empirie gewonnenen Daten plus natürlich eben halt auch, das müssen wir immer sozusagen auch im Hinterkopf halten, die verschiedenen Werkzeuge, in der Regel Softwarewerkzeuge, Ausführungsumgebungen und Ausführungsbedingungen mit archiviert werden müssen, wenn wir eben halt ein wissenschaftliches Ergebnis, was publiziert worden ist, eben halt möglicherweise nachvollziehen wollen. Das ist eine wesentliche Motivation, aber nicht die einzige. Die Kooperation ist die andere und Verteilung der Daten nach bestimmten Prinzipien auch, die eben halt den freien Zugang zu diesen Daten regeln sollen. Das sind die Hauptziele dieser ganzen NFDI und wir wollen uns eben halt um die Informatikdaten hier kümmern. Wir werden eine ganze Reihe von diesen Events haben, wo wir eben halt verschiedene Aspekte dieser Initiative untersuchen wollen und dann eben halt auch die Informatik interessierten Mitglieder aus der GI, aber eben halt auch darüber hinaus mit einbeziehen wollen, um die Initiative voranzutreiben. Das ist das erklärte Ziel und wir wollen heute eben halt die ersten beiden Vorträge hören und diskutieren, dass wir an dieser Stelle eben halt zunächst mal einen Überblick bekommen von Ramin Jayapur über Informatik und welchen Begriff die Informatik im Rahmen der NFDI spielen kann oder spielen sollte. Professor Ramin Jayapur ist der CIO, also Chief Information Officer, der Universität Göttingen und der GWDG, also einer großen wissenschaftlichen Organisation, die für die Max-Planck-Gesellschaft Rechenleistung zur Verfügung stellt und in dieser Rolle eben halt auch im Rat für Informationsstrukturen der Bundesrepublik tätig ist, also sozusagen ein fundierter Kenner der Materie ist. Und ich bin gespannt auf seinen Vortrag. Zu diesen Fragen einerseits. Andererseits haben wir danach den Vortrag von Professor Anne Kurz-Jolek vom Karlsruher Institut für Technologie. Und dort geht es um Daten, die aus Software besteht, sozusagen Software als Daten für die Artefakte, die wir im Softwareentwicklungsprozess herstellen und dort auch im Rahmen von Software Engineering beforschen. Anne Kurz-Jolek ist Professorin an der Fakultät für, bin mir nicht ganz sicher, Naturwissenschaften, aber das wird sie vielleicht gleich nochmal kurz erklären. Aber sie ist eben halt in der Department für Informatik und dort vertritt sie die Professur für Architecture Driven Requirements Engineering. Ich freue mich sehr auf diese beiden Vorträge und die Diskussion im Anschluss. Ihre Fragen, wir haben sicherlich eben halt auch nochmal Fragen und wir hoffen, dass wir eben halt dann auch ein Stückchen weiterkommen, um die Informationen über Informatikdaten eben halt hier vorantreiben und in diesem Sinne hier einen Fortschritt erzielen. Damit übergebe ich das Wort an Ramin Jayapur und nationale Forschungsdateninfrastruktur und die Rolle der Informatik dort. Ich freue mich sehr auf den Vortrag. Bitte, Ramin. Ja, vielen lieben Dank für die Einführung. Ich bin gebeten worden, so ein bisschen den Hintergrund für die nationale Forschungsdateninfrastruktur darzustellen und vielleicht Ideen, Anregungen oder zumindest die Fragen zu stellen, die wir in der Informatik beantworten sollten, wenn wir uns dort engagieren. Ich bin, denke ich, deshalb gefragt worden, wie es eben hieß, weil ich Mitglied im Rat für Informationsinfrastrukturen bin. Und die nationale Forschungsdateninfrastruktur geht insbesondere auf das Positionspapier Leistung aus Vielfalt zurück, das der Rat für Informationsinfrastrukturen schon 2016 herausgegeben hat. Dort sind Empfehlungen ausgesprochen worden, die in Teilen die Defizite darstellen, die wir in Deutschland im Moment besitzen in dem ganzen Thema Forschungsdatenmanagement und aus denen diese neuartige Förderlinie entstanden ist. Es gibt eine ganze Reihe von Empfehlungen zu Forschungsdatenmanagement, von neuer Datenkultur, neue Berufsbilder etc. Aber ein Hauptpunkt, der genannt wurde, und was wir versuchen zu adressieren mit diesem Konzept,
eine Lösung zu finden für die Situation, dass eben ist es ja genannt worden. Wir sehen überall, dass Forschung stärker datengetrieben ist. Wir sehen große Datenmengen, die existieren, auch neue Möglichkeiten, maschinelles Lernen, Auswertung im großen Stil, Big Data, was mit Daten möglich ist heutzutage. Wir aber von der Infrastruktur her nicht gut aufgestellt sind in Deutschland, um solche Strukturen langfristig dauerhaft zu etablieren, in denen auch wirklich größere Datenmengen verfügbar sind. Das, was wir im Rat für Informationsinfrastruktur uns angeschaut haben, ist nicht neu. Wenn man sich die Historie anschaut, gab es immer wieder Analysen, Publikationen zum deutschen Wissenschaftssystem, die immer wieder zu dem Punkt kamen, dass wir auf der einen Seite im Bereich Datendienste, gilt aber auch für andere Infrastrukturthemen eigentlich ähnlich, aber im Datenbereich ist das sehr prägnant zu sehen, Projekte haben, die von verschiedenen Seiten gefördert werden, ob nun DFG, BMBF aus einzelnen Bundesländern, wo generische Dienste aufgebaut werden für die Wissenschaft, teilweise von Rechenzentren, teilweise von Bibliotheken, teilweise von außeruniversitären Einrichtungen, die, wenn man die sich im Detail anschaut, nicht gut genutzt werden und vor allen Dingen auch keine langfristige Perspektive zur Finanzierung haben. Ebenso gibt es eine ganze Reihe von Projekten, in denen interessante neue Dienste aufgebaut werden aus den Communities, also wo an Lehrstühlen im Rahmen von Projekten interessante Dinge passieren, die aber nach der üblichen Förderzeit von 3, 4, 5 Jahren in eine Situation reinkommen, dass die eigentlich keine Art von Ablöse haben, keine Perspektive haben, wie die langfristig angeboten werden können, selbst wenn sie sinnvoll für eine Disziplin sind. Da hat man vielleicht manchmal Glück, dass man ein Vollbook-Projekt kriegt, aber es gibt eigentlich kein Förderformat in Deutschland, um langfristig diese Infrastrukturen zu betreiben. Und deshalb auch hier die Diagnose. Wir haben hohen Bedarf an Personal- und Finanzierungsmöglichkeiten, die heutzutage noch nicht gelöst worden sind. Und deshalb, der Rat für Informationsinfrastrukturen soll beraten, das Wissenschaftssystem, aber insbesondere auch die Politik. Deshalb in den Dokumenten finden sich die Hinweise, dass es neue Fördermechanismen geben muss, die gerade diese Nachhaltigkeit etablieren. Ebenso, dass es darum gehen muss, eine Struktur aufzubauen, die insbesondere wissenschaftsgetrieben ist. Also keine Lösung, wo man sagt, es gibt eine einzige Infrastruktur mit einem einzigen Anbieter für die gesamte Wissenschaftslandschaft, sondern schon akzeptieren, dass Disziplinen unterschiedlich sind, unterschiedliche Bedarfe haben und dafür Lösungen gefunden werden müssen und dafür Strukturen zu etablieren, die das ermöglichen und erlauben. Was vorgeschlagen ist mit der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, ist genau so etwas zu etablieren. Es ist ein neues Förderformat. Michael Gödek hat es eben gesagt, die DFG sorgt zwar für den Begutachtungsprozess, aber es ist eine neue Art der Finanzierung über die GWK, über eine Bund-Länder-Finanzierung, die es erlauben soll, eine verteilte, vernetzte Infrastruktur von Datenerzeugern und Nutzern zu etablieren. Das Ganze entlang fachlich-thematischer Domänen, also schon auf die Unterschiede achten und das Ganze wissenschaftsgeleitet, also eigentlich kein Top-Down-Verfahren, auch kein reines Bottom-Up-Verfahren, sondern ein gesteuerter Prozess, in dem sich diese vernetzten Strukturen ausprägen können. Das Ganze soll auch die Vernetzung international und europäisch ermöglichen. Die Fragestellung, die wir haben, gibt es ja international und überall gibt es ähnliche Themen. Es gibt auch internationale Gremien, welche zum Beispiel die Research Data Alliance nenne, die sich genau mit dem Thema seit vielen Jahren beschäftigt, wie Datenmanagement und Forschungsdatenmanagement aussehen kann, dass man dort eine Anschlussfähigkeit hinbekommt, dass man sagen kann, auf deutscher Seite haben wir eine Struktur, wo Personen entsandt werden können, welche Gremien und nicht als Einzelkämpfer auftreten, sondern aus diesen Strukturen heraus auch ein Mandat haben, für eine Disziplin zu sprechen. Das heißt, worum es geht, ist, solche Konsortien zu finden und zu etablieren. Frage ist, was sind solche Konsortien? Ich habe es eben genannt. Es sind am Ende Strukturen, die für eine ganze fachliche thematische Domäne sprechen können und dort Lösungen etablieren. Hier ist extra nicht Disziplin genannt worden, weil die Größe, was ist das richtige Format, die richtige Granularität für eine Forschungsdateninfrastruktur, ist in keinster Weise trivial zu klären. Allen ist wahrscheinlich klar, dass die Physik nicht
in sozusagen einem einzigen Format alle ihre Bedarfe deklarieren können, sondern es gibt sicherlich Unterstufen. Das Gleiche ist sicherlich auch der Punkt bei der Informatik. Wir bearbeiten nicht eine einzelne Forschungsfrage. In anderen Bereichen ist das dann schon klarer zu sehen. Wenn man die Klimaforschung als Beispiel nimmt, die ja schon sehr gut etabliert ist und auch im Bereich Datenstrukturen und Dateninfrastrukturen eine sehr gute Lösung hat, da weiß man, da passt die Granularität. Wenn man dort von gemeinsamen Standards und Formaten spricht, dann betrifft das die gesamte Community. Und das muss man finden. Ein Konsortium soll nicht eine Gruppe von Einzelpersonen sein, die sagen, ich bin ja Informatiker, also kann ich ja für alle Informatiker sprechen, sondern es soll eine Struktur sein, die eine gewisse Normbildung erlaubt, also eine Sprechfähigkeit für eine ganze Community-Fachgemeinschaft. Vor dem Hintergrund ist es sicherlich schon sinnvoll, dass die GI so eine Rolle übernimmt. Dort sind wir ja fast alle etabliert und darüber können solche Strukturen angestoßen werden. Und das Ganze soll natürlich relevante Akteure zusammenbringen. Das steht nicht auf den Folien, aber das muss man auch nochmal verstehen. Es geht nicht darum, in dieser Infrastruktur viele neue Infrastrukturplayer neu aufzubauen, from scratch, sondern es geht darum, auszuwählen, welche Akteure sind geeignet, für eine bestimmte fachliche Domäne Rollen zu übernehmen. Das können auch mehrere sein und die in diese Richtung weiter auszuprägen. Es geht darum, rauszukriegen, welche Dienste braucht man nachhaltig, welche Bedarfe gibt es dafür, also wirklich am Bedarf der Community heraus solche Dienste etablieren, aber gleichzeitig das Ganze als vernetzte Struktur auch mit anderen Disziplinen zu sehen. Es gibt mehrere Konsortien für verschiedene Disziplinen. Da ist zu erwarten, dass es in manchen Bereichen Gemeinsamkeiten geben wird und die dann auch auszuschöpfen und insbesondere auch interdisziplinäre Arbeiten zu ermöglichen, dass man von Daten einer Community und einer anderen Community am Ende diese verbinden kann und miteinander gemeinsam auswerten kann. Perspektive, die NFDI-Konsortien sind erstmal auf Dauer angelegt. Das heißt, selbst wenn man sich jetzt bewirbt und man eine Zusage für die ersten Jahre bekommt, ist das Grundkonzept so, hier soll eine langfristige, dauerhafte Infrastruktur geschaffen werden. Das heißt aber auch, diese Konsortien sollen leben, das heißt, sie sollen größer werden, kleiner werden, auch von den Ressourcenbedarfen sich anpassen können zu dem, was benötigt wird zu jedem jeweiligen Augenblick. Das kann natürlich nicht völlig losgelöst erfolgen vom Erfolg der Konsortien. Das heißt, es werden regelmäßige Evaluierungen stattfinden, aus denen abgeleitet wird, wie solche Konsortien sich erweitern können oder vielleicht auch irgendwann, wenn sie überflüssig sein sollten, aus irgendwelchen Gründen auch wieder geschlossen werden können. Es gibt dementsprechend auch keine Exklusivität von den Akteuren. Also wenn man jetzt entscheiden sollte, man startet zu Beginn mit ganz bestimmten Datentypen, mit ganz bestimmten Fragestellungen, mit dafür passenden Akteuren und Antragstellern in der ganz normalen Antragslogik, dann heißt das nicht, dass das dauerhaft die gleichen Personen, die gleichen Kreise sind, sondern es soll eine Dynamik haben, die sich eine Anforderung anpasst. So sind wir vom Rat für Informationsinfrastruktur immer davon ausgegangen, dass sich auch der Ressourcenbedarf ändern wird und wahrscheinlich eher wachsen wird über die Jahre, dass man in der Anfangszeit mit einzelnen Use-Case-Bereichen anfängt und sukzessive es schafft, in einer Fachdisziplin weitere Themenfelder zu erschließen, weitere Dienste zu haben und dementsprechend das Dienstportfolio in dieser Struktur wachsen wird. Wofür gibt es Mittel? Es ist nicht gedacht, hier Festplatten im großen Stil zu kaufen oder neue Rechnersysteme. Das kann es auch, aber das ist nicht der Hauptfokus, auch wenn das Thema Infrastruktur heißt, sondern es geht primär darum, Fachpersonal für genau diese Themenfelder zu etablieren, die einem beim Thema Datenmanagement, Datenstewardship oder wie immer man es heutzutage nennen mag, zu unterstützen und bestimmte Dienste auch anbieten zu können. Das Ganze ist also dauerhaft und komplementär zur vorhandenen Finanzierung. Also es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass jetzt aus normalen Förderungen, die man bisher hatte, in der Zukunft dann nicht mehr in der Lage ist, neue Dienste zu entwickeln oder mit Infrastrukturkomponenten zu punkten, sondern es ist etwas, was als Struktur in der Lage ist, solche neuen Themen dann aufzunehmen, wenn aus irgendwelchen, ich sag mal, Sonderforschungsbereichen, Transregios, neue Dienste entstehen sollte, dass man hier einen Kanal hat, um die zu überführen.
Je nachdem, in welcher Disziplin man ist, kann auch die Frage sein, inwieweit es Verrechnungsgebührenmodelle, Business Cases geben mag. Das war nicht im Fokus des Rats für Informationsinfrastrukturen. Man muss aber sagen, der Wert von Daten ist natürlich nicht ohne und in manchen Disziplinen durchaus nachvollziehbar, dass man dafür am Ende auch Konzepte entwickelt, wo so etwas möglich ist. Ja, was kann man tun und was ist eigentlich unsere Fragestellung aus der Informatik? Wie sollte so ein Konsortium aussehen? Also welche Community-Fachgemeinschaften haben ein Mandat? Aus der GI-Informatik ist das wahrscheinlich einfach abzuleiten. Wir müssten selber für uns etablieren, einen Prozess darstellen, wie man dazu kommt zu sagen, welche Datentypen, welche Datenarten braucht man, welche Dienste um diese Daten braucht man drumherum und in welcher Reihenfolge man die aufbauen möchte und mit welchen Playern und wo gibt es auch zum Teil schon Finanzierung. Ich habe es gesagt, man soll nicht auf der grünen Wiese anfangen und sich eine neue Welt denken, sondern es gibt natürlich außeruniversitäre Einrichtungen, Rechenzentren, Leibniz-Einrichtungen etc., die natürlich einen gewissen Versorgungsauftrag für Infrastrukturen haben, die natürlich mitgenutzt werden sollen, weil die entsprechend auch Eigenbeteiligung beibringen können für solche Strukturen. Das Foliendesign wechselt hier. Die Folien, die ich vorher gezeigt habe, sind offizielle Folien vom Rat für Informationsinfrastrukturen. Da sind wir angehalten, die nicht abzuändern, um überall eine konsistente Darstellung zu haben. Ich habe hier nochmal eine Folie genommen, aus der man rauslesen kann, wie werden Konsortien denn bewertet? Also wenn man jetzt einen Antrag stellt im Rahmen der NFDI-Ausschreibung, welche Kriterien schauen sich die Gutachterinnen und Gutachter an? Einmal natürlich die fachliche Relevanz und Qualität der Maßnahmen, die man in dem Antrag drinstehen hat. Vor allen Dingen aber, und das muss man sich genau überlegen, welchen Mehrwert hat es, wenn man disziplinübergreifende Metadatenstandards entwickelt und neue Dienste anbietet? Also wer ist davon eigentlich Nutzer? Sind das nur einzelne Gruppen oder ist das wieder für einen größeren Kreis von Wissenschaftlern relevant? Die Frage, wie ein Konsortium in der Fachgemeinschaft verankert ist, die strukturelle Bedeutung, also wie wichtig ist diese Disziplin im gesamten Wissenschaftssystem und die Perspektiven zum Thema Effizienz, Nachhaltigkeit und internationale Anschlussfähigkeit. Und entsprechend braucht man auch ein stimmiges Konzept für die Datennutzung und den Zugang. Also wer soll Daten nutzen können? Ist das alles Open Access? Wie kann man die Daten finden? In welchen Repositories sollen die abgelegt werden? Etc. Und wenn sinnvoll, entsprechend auch Richtung eines Betriebsmodells zu denken. Deshalb konkret an uns als Informatiker. Wir müssen uns überlegen, in welchen Bereichen haben wir ein reales Defizit im Umgang mit Forschungsdaten und wo sehen wir einen echten Mehrwert, wenn wir die Daten vernetzen und zusammenführen nach den FAIR-Prinzipien. Ich will nicht verhehlen, das Problem, was wir sicherlich haben, ist, wir arbeiten nicht alle an einer einzelnen Fragestellung und viele Projekte aus der Informatik, die man kennt, sind meistens interdisziplinär und arbeiten an Themenfeldern, die auch in anderen Bereichen relevant sind. Ob das Medizin ist, ob das Ingenieurwesen ist, etc., wo Informatiker mitarbeiten. Aber da muss man sich halt genau überlegen, welche Datentypen, welche Datenstandards sind denn für uns als Informatiker spezifisch relevant und an welchen Stellen macht es Sinn, dass wir untereinander gemeinsame Datenlösungen aufbauen. Was wir uns auch anschauen müssen, wie sieht die internationale Vernetzung aus? Deutschland ist keine Insel. Wenn man einen Antrag stellt, sollte man sich überlegen, wie sich das verbindet mit globalen Strukturen, wo anderswo auch schon Aktivitäten entwickelt worden sind für irgendwelche Datenablagen. Die Governance-Strukturen muss man klären, also in welchem Kreis wird entschieden, welche Formate und Dienste wie zu gestalten sind. Das sollte nicht den Eindruck erwecken, dass das nur eine ganz kleine Gruppe ist, die das für sich einfach definiert, sondern man muss am Ende schon diese Mandatierung, die ich eben nannte, mitnehmen. Es sollte offen gestaltet sein, dass also neue Ideen dort eingetragen werden können, neue Personenkreise mitmachen können. Und das Letzte ist, welche Organisationen und Partner sind geeignet, Aufgaben zu übernehmen. Da muss ich es nochmal auf den Punkt bringen, es geht um Infrastrukturentwicklung. Das heißt, das ist keine Initiative, um im großen Stil Forschung zu betreiben. Das heißt, einzelne innovative Forschungsprojekte sind hier nicht gefragt, sondern es geht darum, auf der einen Seite die Bedarfe einer Disziplin zu erfassen, zu definieren, was braucht man, dafür Lösungen zu implementieren und diese Lösung nachhaltig zu verankern und anzubieten.
und sich da zu überlegen, welche Player sind dafür die richtigen für die jeweiligen Strukturen. Wir haben die GI hier, da kann man sich sicherlich überlegen, dass in den unteren, in den Subfachgruppen man genau diese Aufgabe lösen könnte. Das sind offene Strukturen, da kann man Mitglied werden, da kann man Abstimmungen machen, da kann man feststellen, wer warum ein bestimmtes Thema voranbringen möchte. Und ebenso auch bei der Implementierung, Umsetzung und Betrieb von Lösungen muss man sich dann überlegen, wer dafür der Richtige sein kann. Zeitskala für die, die sich jetzt zum ersten Mal mit dem Thema NFDI befassen. Es gab letztes Jahr die erste Runde. Letztes Jahr gab es die Ausschreibung, wofür man sich bewerben konnte. Und wir stehen jetzt kurz davor, die Ergebnisse zu erfahren. Am 26. Juni tagt die GWK in einer Sitzung und entscheidet über die Förderung der Konsortien der ersten Runde. Es sollen mehrere Runden geben, nämlich genau jährlich. Das heißt, wenn man sich jetzt von der GI beteiligen möchte, dann gibt es die Chance, das in 2020 zu tun oder in 2021. Wenn man das machen möchte, sollte man bei der NFDI-Konferenz, es gab letztes Jahr auch eine, deshalb am 8. und 9. Juli gibt es die zweite NFDI-Konferenz, sich dort beteiligen und sein Anliegen dort vorstellen, damit andere die Möglichkeit haben, sich einzubringen, damit man sich auch mit anderen Konsortien vernetzen kann. Bis zum 15. August muss man dann, wenn man gedenkt, in diesem Jahr einen Antrag zu stellen, eine verbindliche Absichtserklärung einreichen oder wenn man meint, man ist noch nicht reif für so einen Antrag, man hat noch nicht alle Bausteine beisammen, dann eine unverbindliche Erklärung für 2021, damit man weiter in dem Informationsfluss drin ist. Ein Antrag ist dann einzureichen bis 30. September. Das ist so ähnlich, wie es letztes Jahr in der ersten Runde auch gelaufen ist. Und wenn man dann mal so ein bisschen prognostiziert, wie dann der Prozess weitergeht, dann wird die Begutachtung Ende dieses Jahres stattfinden. Es gibt in der NFDI ein sogenanntes Expertengremium, das dann im Frühjahr 21 tagen wird und eine Förderempfehlung an die GWK dann in 21 aussprechen wird. So, wenn im nächsten Jahr die Zeiträume ähnlich ablaufen wie in diesem Jahr, dann kann man davon ausgehen, dass in der GWK-Sitzung nächstes Jahr im Juni, vergleichbar zu diesem Jahr, dann wieder Konsortien zur Förderung freigegeben werden. Von der Größenordnung angedacht ist 5 bis 10 Konsortien pro Jahr. Die Größe der Finanzierung 2 bis 5 Millionen Euro pro Konsortium pro Jahr. Das soll es von meiner Seite gewesen sein, um einen Einstieg zu geben in das Thema. Wir bekommen ja gleich einen Vortrag mit einem Beispiel, wo wir aus dem Themenfeld Programmierung Artefakte aus diesem Bereich uns anschauen. Ebenso gibt es sicherlich andere Themenfelder, ob wir von Mediendaten reden oder Analyse von Log-Informationen, Monitoring, Performance-Daten. Ich glaube, das ist etwas, was wir weiter diskutieren sollten im Rahmen dieses Webinars. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Professor Jayapur, für diesen wirklich umfassenden Überblick über die NFDI. Wir würden jetzt, wie schon angekündigt, uns einem Thema widmen, was innerhalb eines Informatikkonsortiums sicher eine gewichtige Rolle spielen wird. Aus diesem Grund freue ich mich sehr, dass wir Professorin Anne Kurz-Jolek da haben und ich übergebe an Sie. Dankeschön für die Einladung und auch danke, vielen Dank, dass ich hier meine Perspektive aus der Softwaretechnikforschung einbringen darf. Wir hatten ja gerade schon gehört, dass so eine Frage in diesem ganzen Zusammenhang ist, welche Daten und Standards eigentlich für uns als Informatik spezifisch sind und da fällt einem dann Software vielleicht relativ schnell ein. Tatsächlich habe ich jetzt hier auch die Perspektive dessen, was uns in der Softwaretechnikforschung hauptsächlich umtreibt, wenn man das Thema Forschungsdatenmanagement oder Forschungsdatenverfügbarkeit betrachtet. Und das ist tatsächlich auch nicht nur die Software, die wir als Eingaben unserer Analysen und unserer Forschung benutzen, also zum Beispiel Open-Source-Projekte, wo man sich die Commit-Historien anschaut und da irgendwelche Dinge ableitet, sondern auch die Software, die im Rahmen der Forschung selber entsteht. Und das ist tatsächlich eben in der Softwaretechnikforschung
im Moment eher das größere Augenmerk aus meiner Wahrnehmung als letzteres. Aber ich werde auch ein bisschen über beides etwas sagen und auch, das ist die Idee, ich gehe mal gleich dazu auf die nächste Folge, erstmal ein bisschen mehr dazu sagen, was Forschungsdaten so aus der Software-Engineering-Perspektive, Software-Technik-Perspektive sind oder was uns da, wie gesagt, als Community im Moment besonders umtreibt, wo wir da auch heute stehen. Und da bin ich auch gespannt, nachher eine Diskussion zu hören, ob das in anderen Communities auch ist, ob man da vielleicht viel weiter ist oder ganz anderes vorgeht. Das wäre sicherlich interessant. Hat die ACM so Badges für Artefakte vorgestellt, die wir auch im Software Engineering nutzen, auf die ich eingehen würde. Und dann so meine Einschätzung geben, was denn bei uns in der Community so der Stand der FAIR-Prinzipien ist, wenn ich mir diese Einschätzung erlauben darf. Und dann am Ende noch darauf einzugehen, was sind eigentlich die Herausforderungen, wo es eigentlich noch Mangel besteht gegenüber dem, was heutzutage schon passiert. Nochmal der Disclaimer hier, das Ganze so aus Perspektive der Software-Technik-Forschung, also natürlich irgendwo sehr speziell, jetzt nicht überhaupt nicht mit dem Anspruch für die ganze Informatik zu gelten, aber vielleicht trotzdem eben für die Diskussion später interessant, passt das auch zu anderen Gebieten, in denen Software-Forschungsdaten sind oder ist. Und ist das vielleicht auch, was wir speziell adressieren können, dass wir eben nicht nur produzierte Daten, also zum Beispiel Beobachtungen und so weiter als Forschungsdaten sehen, sondern eben auch gerade die Software, die diese Dinge produziert, also unsere Tools, unsere Programme, die unsere Algorithmen zum Beispiel enthalten und vielleicht auch wir gerade diejenigen sind, die auch auf der Seite als als NFDI-Initiative was beitragen können. Vielleicht auch dann gerade wieder aus der Softwaretechnik, weil das natürlich dann eine Technik ist, die in allen Disziplinen hoffentlich zum gewissen Grad dann durchgeführt wird. Genau, komme ich aber erstmal zu dem ersten, welche Forschungsdaten. Und wie gerade auch schon so ein bisschen initial eingeführt, oder ist für uns in der Softwaretechnik tatsächlich am ehesten im Moment von Interesse die Daten, die von den Forschern selbst erzeugt werden. Und da würde ich jetzt nämlich mal die Software, die von Forschern selbst erzeugt wird, im Rahmen ihrer Forschungsaktivität mit drunter zählen. Also das sind zum Beispiel von ganz einfachen Skripten für Datenanalyse, das gibt bei uns auch, insbesondere dann aber auch Programme, die zum Beispiel neue Algorithmen zum, ich weiß mal ein Standardbeispiel, Generieren von Tests oder Finden von Bugs oder sowas umsetzen, bis hin zu ganzen Software-Tools, wo das Ganze nicht nur so einzelne Skripte, einzelne Programme sind, sondern auch schon so verpackt ist, dass idealerweise sogar Industrieanwender diese neuen Forschungsergebnisse in Form wirklich von Software-Tools auch benutzen können. Was anderes können auch Modelle sein, die ja zum Beispiel Architekturen beschreiben beim speziellen Forschungsgebiet. Was anderes sind natürlich Beobachtungen, die man macht. Beobachtungen könnte man nochmal unterscheiden. Zum einen Beobachtungen, die unter Beteiligung von Menschen oder Umgebung beobachtet werden. Also wenn ich jetzt in der Softwaretechnik beispielsweise Experiment aufsetze mit Studierenden, die mal in UML was modellieren sollen und dann eben schaue, was für Diagramme erzeugen die so und vielleicht wie lange brauchen sie auch dafür, dann sind das eben Beobachtungen, die auch irgendwo nicht so leicht wiederholbar sind. Oder auch Beobachtungen, die automatisiert erzeugt werden können. Wenn ich jetzt also mit einem Programmanalyse-Tool eine Open-Source-Software analysiere und dann bestimmte Traces vielleicht ermittle oder bestimmtes Speicherverhalten ermittle oder sowas, dann ist das etwas, was ich theoretisch auch einfach nochmal wiederholen könnte, wenn da eben entweder kein Zufall drin ist oder wenn ich den Random Seed für den Zufall dann auch dazugebe. Dann ist das also komplett eigentlich eine abgeleitete Beobachtung sozusagen. Und schließlich sind Forschungsdaten auch, was ich jetzt einfach mal hier ein bisschen kreativlos vielleicht weitere Eingaben genannt habe, was bei uns in der Softwaretechnik unter anderem auch die sozusagen von anderen erzeugte Software ist. Also wenn wir jetzt wieder als Beispiel Werkzeuge entwickeln, um automatisiert Bugs zu finden oder Tests zu generieren, dann würde man diese Werkzeuge natürlich validieren auf irgendwelchen Beispiel-Softwareprojekten und da wären dann oft Open Source Projekte hergezogen, die man ja bei GitHub zum Beispiel dann zuhauf findet. Da muss man dann noch diejenigen finden, die auch in der richtigen Sprache, die man selber unterstützt, geschrieben sind und so weiter. Auch nicht so einfach, aber das ist dann eben Software, die von anderen erzeugt ist und nicht von einem selber. Genau.
Der Fokus im Folgenden, was ich jetzt oder wir halt auch in der Community unter Artefakte oft bezeichnen oder wo auch bei den Artefakte-Evaluationen auf den Hauptkonferenzen, wo ich schon dabei war, tatsächlich eher der Fokus war, waren Artefakte in diesem ersten Sinne. Also die Software, die die Forscher selber erzeugen, um ihre Forschung zu machen, die auch in gewisser Weise Daten sind, aber ja, eben die im Prinzip dann auch das ist, was dann wiederum weitere Daten, wie eben solche Beobachtungen, erzeugt oder auch andere Eingabedaten wiederum verarbeitet, wie zum Beispiel andere Softwareprojekte, also jede Menge Software hier in diesen verschiedenen Forschungsdaten. Genau, dann diese Frage, wo stehen wir überhaupt auch heute in der Softwaretechnikforschung, was wie gesagt auch für andere Disziplinen, vielleicht Unterdisziplinen der Informatik interessant sein kann. Bei uns ist es so, dass dieses Thema Artefakte und ja auch Wiederverwendbarkeit von Software, an denen andere geforscht haben oder die andere im Rahmen ihrer Forschung hergestellt haben, eine zunehmende Bedeutung gewonnen hat. Es gibt jetzt mittlerweile, ich glaube, das kann ich sagen, ohne jetzt genau nachgezählt zu haben, einen sogenannten Artifact Evaluation Track auf den meisten Softwaretechnik-Konferenzen, also insbesondere auf den drei wichtigsten, würde ich sagen, den Spezialkonferenzen vielleicht noch nicht immer. Und da wird tatsächlich auch relativ konsistent dieses ACM Artifact Reviewing and Batching sozusagen angewendet. Also die ACM als dann ja internationale oder amerikanische Gesellschaft für Informatik sozusagen hat da in einer Taskforce was entwickelt und so ja Batches, die man sich dann auf der Webseite oder auf der eigenen Publikation dann hinzufügen kann, um dann eben zu zeigen, aha, hier, das ist jetzt ein Paper, eine Publikation, wo nicht nur das Paper begutachtet wurde in dem Peer-Reviewed-Begutachtungsprozess, sondern auch das Software-Artefakt, was dazugehört und oder die Artefakte. Ganz schön fand ich so die Einleitung in diesem Dokument, was das erläutert. Ich habe später nochmal einen Link darauf, dass ein experimentelles Ergebnis eigentlich nicht völlig etabliert oder bewährt ist, bevor es nicht unabhängig reproduziert wurde. In dem Sinne wäre, glaube ich, Software Engineering überhaupt noch gar nicht etabliert, weil das passiert extrem selten, aber es ist gleichzeitig natürlich etwas, wo wir nachstreben sollten, wo aber auch, glaube ich, noch jede Menge zu tun ist. Zu den Begrifflichkeiten auch hier nochmal, Artefakt heißt dort und eben bei mir auch im Folgenden, dass es Objekte sind, die von den Autoren erzeugt wurden, um Teil einer Studie zu sein oder auch generiert wurden von einem Experiment. Artefakte können also zum Beispiel Software-Systeme, Skripte für Experimente, Eingabedatensätze, Rohdaten oder Analyseskripte sein. Also schon an mehreren Stellen dann Software als Daten an der Stelle. Wo wir noch nicht sind und was ich noch kritisch sehen würde, ist, dass Veröffentlichung der Artefakte keine Voraussetzung für die Publikation sind. Also das ist was Freiwilliges, dann bei diesem Artifact Evaluation Track mitzumachen. Das funktioniert auf der Hauptkonferenz, auf der ICSI-Konferenz dann zum Beispiel so, dass man, wenn man ein Papier auf dem Haupttrack angenommen hat, also das eigene Papier angenommen wurde, dann kann man auch noch so ein Artefakt einreichen. Und das war beim letzten Mal, glaube ich, ein bisschen weniger als die Hälfte der Papiere, die das dann auch gemacht haben, die anderen halt nicht. Und was ich weiter sagen würde, ist, dass ich den Eindruck habe, dass die Wiederverwendung von solchen Artefakten weiterhin schwierig ist. Also eben tatsächlich so Ergebnisse zu reproduzieren oder überhaupt die Werkzeuge überhaupt mal zu haben und anwenden zu können, ist ja schwierig. Also da gibt es noch jede Menge Verbesserungsbedarf auch. Ich wollte dieses ACM, Artifact Reviewing and Batching, hier auch nochmal zeigen. Ich weiß auch nicht, wie bekannt das vielleicht schon allen ist, aber das finde ich eine ganz oder sehr interessante und auch hilfreiche Initiative, mal zu versuchen zu formulieren, was man eigentlich erwarten kann von Forschungsdaten, jetzt auch in diesem Sinne, dass man die Software, mit denen man die Ergebnisse produziert hat sozusagen oder die auch teilweise den Beitrag ja darstellen, wenn sie eben Algorithmen implementieren, mit anderen teilen und verfügbar machen kann. Da gibt es eben ja verschiedene Level, also die jetzt nicht tatsächlich als Level von links nach rechts zu verstehen sind, sondern eigentlich verschiedene Kategorien eher. Zum einen hier diese ersten beiden, Functional und Reusable, dass man sagt, Functional ist überhaupt erstmal, wie wir konnten das Ganze, ich sag's mal, ausführen und nachvollziehen, dass dieses Artefakt, was jemand hochgeladen hat, dann auch grob das tut, was im Paper beschrieben steht. Reusable erwartet dann schon ein bisschen mehr, dass man nämlich auch sagt, das Ganze ist auch sehr genau dokumentiert und wohl strukturiert, sodass
andere diese Software, diese, oder beziehungsweise es waren ja noch mehr Kategorien, aber zum Beispiel Software, Analyseskripte und so weiter, auch wiederverwenden und erweitern können. Also dass da auch die Normen und Standards der Forschungscommunity dann für Artefakte dieser Art erfüllt sind. Das sind so diese beiden Bereiche, die sich auf das Ausführen sozusagen wiederverwenden beziehen. Dann gibt es noch diesen Badge Available, dass überhaupt ein Artefakt frei verfügbar ist. Also irgendwo zu finden ist, mit einer DOI zum Beispiel, das ist ja dann auch wieder einfacher. Und der dritte Bereich, die beiden blauen Badges sind die nicht Replizierbarkeit, sondern die Frage, ob ein Ergebnis schon repliziert wurde oder ob ein Ergebnis sogar schon reproduziert wurde. Irgendwie ein bisschen für mich eine interessante Reihenfolge, warum jetzt hier dieses repliziert weniger zu sein scheint als das reproduziert. Kann man sich jetzt auch noch über die Begriffe wahrscheinlich noch diskutieren, sehen wir gleich auf der nächsten Folie auch noch. Hier einfach mit dem Unterschied, ja, also überhaupt die Idee ja, dass die Ergebnisse des Papers nochmal von anderen auch so beobachtet oder erhalten wurden, entweder hier bei repliziert ohne Artefakte der Autoren zu verwenden, also das alles nochmal neu sozusagen zu machen, oder bei dem reproduziert zumindest teilweise Artefakte der Autoren zu verwenden. Das Ganze haben wir, aber da muss ich jetzt vielleicht nicht so lange drauf eingehen, im Software Engineering auch nochmal, das ist jetzt die Liste von der Software Engineering Konferenz, der ICSI-Konferenz, angepasst. Da sieht man vielleicht auch schon wieder ein Problem oder dass das Ganze auch noch so ein bisschen im Fluss ist, weil hier jetzt ein bisschen unterschiedliche Interpretationen dieser Badges genommen wurde. Hier hat man auch gesagt, naja, für diesen Aspekt Functional gibt es eigentlich gar keinen Badge, weil das ist ja sowieso mal Grundvoraussetzung, mit dem ich zum Beispiel nicht übereinstimme. Man sagt dann, Reusable ist, glaube ich, dasselbe, aber tatsächlich das, was als Reusable denn markiert wurde, ob das jetzt tatsächlich den höchsten Standard sozusagen entspricht, ist vielleicht auch eine Frage, weil es eben diesen Functional Badge gar nicht gibt, sondern nur dieses Level Reusable, da kann man nicht weiter differenzieren. Available ist klar und bei Replicated hat man jetzt gesagt, es muss auch noch available sein und hier unten wurden nochmal die Definitionen so ein bisschen umgedreht, aber gut, das am Rande erwähnt. Was ich ja eben auch noch gesagt hätte, was ist so der Stand der fairen sozusagen oder der Fairness in den Forschungsdaten, also inwiefern sind die Sachen auffindbar, zugänglich, interoperabel oder nachnutzbar, wenn ich da mal so eine kleine Bestandsaufnahme machen könnte, das sind jetzt so meine Einsichten und Behauptungen und auch da gerne Feedback, wie andere das sehen, dann würde ich sagen, dass für die Auffindbarkeit von diesen Forschungsdaten eigentlich die zumindest Praktiken erstmal ganz gut sind, also es ist dann möglich, überhaupt auch durch solche Artifact Evaluation Tracks die Artefakte, was auch immer man da genau dafür hält, bekannt zu machen, dafür dann DOIs oder über allgemein Links in Papern dann auch zu nennen und dann Archivierungsmöglichkeiten dann zu nutzen, wie das ist jetzt tatsächlich bei uns in der Community so das verbreitete Zenodo, was natürlich jetzt noch nichts ist, was in Deutschland irgendwo gehostet ist. Vielleicht eine Richtung, in die man an dieser Stelle auch noch gehen wollen würde. In der Umsetzung mittelgut, weil tatsächlich ist, glaube ich, die Möglichkeit, das zu tun, prinzipiell da, also die Praktiken, aber dass es tatsächlich gemacht wird. Ich habe gerade gesagt, selbst bei der ICSI-Konferenz nur die Hälfte der Paper da hapert es, glaube ich, schon noch. Bei der Zugänglichkeit würde ich auch sagen, dass die Praktiken prinzipiell da sind. Ich meine, Open Source ist etwas, womit Informatiker natürlich etwas mit anfangen können und man kann Dinge bei GitHub zum Beispiel verfügbar machen, bei Zenodo dann sogar noch einen Link auf dieses GitHub-Projekt haben, das, ja, das glaube ich, recht gut funktioniert, aber eben auch nicht unbedingt immer gemacht wird. Bei dem Punkt der Interoperabilität fand ich es interessant, es ist, glaube ich, eine ganz gute Frage, was das eigentlich für Artefakte aus der Softwareentwicklung heißen kann. Ist das überhaupt anwendbar für Software und Modelle vielleicht auch? Und selbst für andere Eingabedaten, also wenn man jetzt wieder Software-Systeme als Eingabedaten für zum Beispiel Analysen sieht, also dann eher so Datenrepositories über die Erfahrung in vielen Softwareprojekten oder sowas, stelle ich mir das da auch schwierig vor, sich da auf. Weil es eben ein sehr breites Spektrum alleine ja von Softwareprojekten gibt, wie man da ein zum Beispiel gemeinsames Format für diese Eingabedaten dann tatsächlich finden kann. Also schwierig, aber auch eine sehr interessante Frage, was das bedeutet und entsprechend dann auch keine wirklich Umsetzung. Die Nachnutzbarkeit sehe ich noch als
ja, Abgrenzung zu den anderen als problematischen Punkt. Das ist ja bei Software allgemein so, dass die Frage, wie mache ich meine Software wiederverwendbar, schwierig ist. Also es ist natürlich auch hier schwierig. Wir haben natürlich jetzt wieder aus der Softwaretechnik eigentlich ja schon prinzipielle Techniken, wie man Software wiederverwendbar gestalten kann. Also alleine jetzt mal sowas wie Modularisierung genannt oder Patterns gut zu dokumentieren, überhaupt zu dokumentieren zum Beispiel. Aber trotzdem ist auch die Software von Softwaretechnikforschern interessanterweise oft trotzdem noch schwer zu verstehen und auch ja, wieder zu verwenden oder die wieder zu verwenden ist eben nicht gerade einfach. Was sind dann aus meiner Sicht die Herausforderungen, die man ja im Rahmen des Forschungsdatenmanagements adressieren sollte? Eine Herausforderung, die ich sehe, ist weiterhin, und das sicherlich auch irgendwo über alle Disziplinen, das Thema Anreizsysteme. Wie kann man Autoren dazu bringen, auch wirklich Forschungsdaten verfügbar zu machen? Ich würde so weit gehen zu sagen, warum sollten Konferenzen nicht eigentlich einfordern, dass mit dem Publizieren von Ergebnissen, also Technical Papers, auch gleich die Daten, die dazu geführt haben, also zum Beispiel die Analysesoftware, die Implementierung der Algorithmen und so weiter, auch obligatorisch gleich mit eingereicht werden müssen. Da hat man natürlich das Problem, bei Industriegartendaten geht das jetzt nicht so gut. Also wenn ich Bugs gefunden habe bei meinem Industriepartner, dann möchte der diese Daten wahrscheinlich nicht mit rausgeben. Aber da könnte man sich ja zumindest überlegen, ob jedes Paper, jedes, zumindest der Analysealgorithmus selber erstmal verfügbar gemacht werden müsste oder ob dann auch zumindest Beispieldaten anhand man das prinzipielle Verfahren zum Beispiel auch nachvollziehen kann, zumindest veröffentlicht werden sollte. Ein anderes Thema ist, dass die Anforderungen an Artefakte im Begutachtungsprozess gar nicht so klar ist. Das ist jetzt auch so meine Erfahrung aus diesem Artifact Evaluation Track von der ICSI-Konferenz, die ich eben erwähnt hatte. Es ist noch relativ klar, was Auffindbarkeit und Zugänglichkeit bedeutet. Das geht natürlich nicht, wenn die Daten von den Industriepartnern sind, habe ich gerade schon gesagt. Aber wie bewertet man dann zum Beispiel die Wiederverwendbarkeit eines oder in die Nachnutzbarkeit eines Artefakts? Das ist schwierig, weil natürlich diese Artefakte extrem komplex sind und man als Gutachter ja jetzt auch nicht beliebig tief da ins Detail absteigen kann. Und ein anderes Thema, was ich sehr spannend finde und wo, glaube ich, noch eine große Herausforderung liegt, ist, wie wir denn eigentlich mit diesen Artefakten, und auch das gilt vielleicht auch für Forschungsdaten im allgemeineren Sinne, auch die Nachvollziehbarkeit von wissenschaftlichen Ergebnissen hinbekommen können. Also wie passen, oder es hilft auch noch nicht nur, Artefakte und Daten mit zu veröffentlichen, sondern wie können wir das auch schaffen, dass dann auch erstmal für den Gutachter und später dann aber auch für den Leser klar ist, welche Aussagen in dem Paper gemacht werden und inwiefern die tatsächlich durch die zum einen Forschungsdaten jetzt im Sinne von Forschungssoftware, aber auch dann den Daten allgemein, inwiefern die eigentlich unterstützt werden. Also allein als Gutachter finde ich das schon manchmal schwierig, wenn man dann eine gewisse Behauptung in einem Paper, in einem Software Engineering Paper liest, dann auch nachzuvollziehen, was leistet denn dieses Tool jetzt eigentlich? Was sind zum Beispiel Annahmen und Einschränkungen, die eigentlich im Moment noch da sind, zum einen im Ansatz, aber auch im Konkreten in der prototypischen Implementierung? Also das ist alles noch überhaupt gar nicht so klar und hat aber auch was, glaube ich, mit Forschungsdatenmanagement zu tun, weil das eben in den Bereich geht, wie müsste alleine schon die genaue Konfiguration von dessen, was ich da ausgeführt habe, in dem Paper dokumentiert werden, damit dann zum Beispiel die, sage ich jetzt mal, Plots in dem Paper wirklich exakt nachgebildet werden können. Und das ist ein bisschen spezieller, ein bisschen allgemeiner eben die Frage, inwieweit Artefakte die Aussagen einer Publikation eigentlich unterstützen und inwiefern wir das dann auch hinsichtlich Metadaten, die wir vielleicht erfordern wollen, wie wir das auch dokumentieren können oder auf welche Standards beim Veröffentlichen von Artefakten man sich da einigen kann und um dann eben Aussagen, die in Papieren gemacht werden, auch wirklich nachvollziehbar und überprüfbar zu machen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht mal auf Ebene eines ganzen Papers, sondern tatsächlich einzelne Aussagen, die in einem Paper gemacht werden. Genau.
Da hätte ich noch eine Detailfolie, die ich jetzt mal aus Gründen der Zeit überspringe. Also nur noch die Zusammenfassung, worüber ich jetzt gerade gesprochen habe. Also zum einen mal die Frage, was sind überhaupt Forschungsdaten in unserem Kontext? Und die für mich interessante Frage, da auch die Software zu betrachten. Dann den Stand mit den Batches und dem Reviewing-Prozess, den wir schon haben. Und eben aus meiner Sicht so drei Herausforderungen, das sicherlich nicht vollständig ist hier an der Stelle, was man angehen könnte und sollte in der Zukunft. Ja, dann vielen Dank für das Zuhören und damit wäre ich dann auch am Ende meines Vortrags. Ja, vielen Dank, Frau Kurz-Jörlek, für diesen wirklich interessanten Vortrag. Wir müssen jetzt hier sozusagen mal die virtuelle Bühne umbauen und ich würde die Kollegen und Kolleginnen bitten, dazu zu kommen. Das sieht doch schon mal gut aus und wir sind gewissermaßen vollständig. Dann, ja, vielen Dank nochmal an euch beide für den, für eure Vorträge. Ich habe hier eine Frage bekommen, die auch, glaube ich, sehr gut einfach direkt an den Vortrag anschließt. Und zwar ist es ja sehr interessant, Software als Datum zu begreifen. Aber gibt es nicht mit GitHub, GitLab und so weiter bereits zahlreiche Software-Repositorien? Braucht es dazu wirklich eine neue Initiative? Ich glaube, eigentlich könnt ihr wahrscheinlich alle dazu was sagen. Aber da sich das jetzt insbesondere auf die NFDI bezieht, vielleicht erstmal Sie, Herr Jayapur. Ja, natürlich. GitLab, GitHub gibt es und man sollte die wahrscheinlich jetzt nicht neu entwickeln und neu erfinden. Aber es sind ja eben diverse Fragestellungen geliefert worden, die ja nicht erfüllt werden. Also das Thema, wie referenziere ich denn langfristig solche Artefakte? Wie kann ich die am Ende in Publikationen referenzieren? Wie kann ich sicherstellen, dass diese Artefakte noch in 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren auffindbar sind? Das wissen wir alle auch nicht bei GitHub, wie die Zukunft da aussehen wird. Da gibt es also schon eine ganze Reihe von Aspekten, die aus meiner Sicht noch nicht abgedeckt sind, wo man sich überlegen könnte, wie man so etwas praktisch anschließen oder andocken kann an die Welt, die wir kennen, wo wir aktiv Software entwickeln, im Übergang dazu, dass ich publiziert habe und diese Ergebnisse, die ich dort gezeigt habe, am Ende auch mit Artefakten reproduzierbar gestalten möchte. Gibt es da von euch noch weitere Beiträge? Und ihr könnt einfach drauf losreden, würde ich sagen. Okay, ich würde da vielleicht auch noch ein paar Punkte ergänzen wollen. Als Forscher will man ja sozusagen in der Regel auch eben halt die Artefakte, die man in Form von Softwareprodukten irgendwie in die Welt gebracht hat, weiterentwickeln und auch sozusagen festhalten für die Version, die dann für eine bestimmte Publikation verwendet worden ist, ist eben halt ein wichtiger Punkt. Es muss quasi eingefroren werden, damit man eben halt auch in ein paar Jahre später noch, es muss ja gar nicht 10 oder 20 Jahre sein, sondern schon 5 Jahre später ist es ein Riesenproblem, eben halt die Ausführungsbedingungen und die Umgebungsbedingungen der Ausführung, die Eingabedaten wiederzufinden und auch vor allen Dingen die Version von dieser Software eben halt genau in dieser Variante irgendwie nochmal reproduzieren zu können, um eben halt einfach die Ergebnisse des Papiers eben halt nochmal zu verifizieren. Ist das irgendwie so, dass das, was da behauptet wird, eben halt auch durch die Software und die Daten, die zur Verfügung standen, eben halt nachvollziehen werden können. Das ist im Übrigen eben halt auch für viele andere Bereiche, das nicht nur für die Informatik, sondern auch für viele andere Bereiche genau das gleiche Thema. Vielleicht in Abwandlungen, aber eben halt, ich glaube, für uns ist es besonders entscheidend und wichtig, weil wir ja eben halt mit diesem Ding Software, mit diesem Material eben halt sehr viel stärker arbeiten als vielleicht eben halt auch andere Disziplinen an der Stelle. Das wäre, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, wo wir eben halt auch schauen, viele Software-Systeme, also auch Basissysteme wie Compiler, Betriebssysteme und so weiter, entwickeln sich ja auch weiter und da gibt es eine interessante Entwicklung in Frankreich, die Software Heritage Foundation, die eben halt solche Dinge aufhebt. Das haben wir, glaube ich, in Deutschland in dem Bereich auch noch gar nicht,
dass wir eben halt diese Artefakte, die sozusagen zu unserem Werkzeugkasten gehören, eben halt noch nicht so aufheben, dass man es systematisch irgendwie wiederfindet und damit eben halt auch die Versionen von vor ein paar Jahren von dem Werkzeug oder von dem Produkt oder dem Analyseskript, was wir geschrieben haben, eben halt nochmal wieder ausführen können. Das finde ich schon auch noch eine sehr spannende Herausforderung, diese Nachvollziehbarkeit, die du ja auch irgendwie erwähnt hast oder auch vorangestellt hast, eben halt tatsächlich zu realisieren. Ja, ich habe hier eine weitere Frage, die ist gerichtet an Herrn Jayapur. NFDI-Initiativen gibt es ja in verschiedenen Disziplinen, so in den Neurowissenschaften, Ingenieurswissenschaften. Viele der Fragen, die dort auftreten, sind ursprünglich in der Informatik beheimatet. Wie kann die Informatik ihre Expertise dort effektiv einbringen, was ja, so sagt zumindest der Fragesteller, im Moment nicht der Fall ist? Ja, es ist eine große Fragestellung, wie definieren wir unsere eigene Forschung? Es gibt sicherlich Bereiche, wo man sagen kann, da unterstützen wir aus der Informatik. Und dann muss man sagen, in diesen Bereichen, bei diesen Konsortien, muss man sich in diesen Konsortien einbringen. Der andere Bereich ist aber sicherlich, und da werden mir viele zustimmen, wir machen natürlich unsere eigene Forschung und sind jetzt nicht in irgendeiner Form nur eine Begleit- oder Unterstützungswissenschaft dabei. Wenn wir antreten wollen in irgendeiner Form als Informatik in der FDI, dann denke ich, muss man oder sollte man gerade diesen zweiten Teil, da wo wir Eigeninteresse haben, eine eigene Forschung betreiben, in den Vordergrund stellen, um genau zu verhindern, dass man in Konkurrenz mit anderen Konsortien tritt, die, ich sage es mal, fachspezifisch in anderen Bereichen liegen, dort auch besser erklären können, wieso die Relevanz in ihren Gebieten in einer gewissen Gestalt so ist, wie sie ist. Sondern da können wir eigentlich nur als Partner auftreten, wie bisher auch, und müssen halt am Ende sehen, dass man dann auch zum Tanz aufgefordert wird in diesen Strukturen. Vielleicht, wenn man das an dem Beispiel mal deutlich macht, Ramin, du ergänzt mich oder korrigierst mich, wenn ich jetzt Unsinn erzähle, du kennst dich da viel besser aus. Wenn man Bioinformatik beispielsweise nimmt, also wenn wir sozusagen große Mengen von DNA-Sequenzen vorliegen haben und die durchsuchen wollen, dann gibt es mit Sicherheit sozusagen nicht das Interesse der Informatiker an den DNA-Sequenzen an sich, das ist eben das Interesse der Biologie, aber spezielle Suchverfahren, Strukturerkennung in diesem Prozess ist sicherlich dann etwas, was eben halt auch eine Informatikerkenntnis ist, was man möglicherweise auch auf andere Bereiche übertragen kann. Und da fängt dann wieder Informatik an und profitiert von der Kooperation mit der Biologie in diesen Bereichen, beziehungsweise der Bioinformatik. Und da würde also das ist nicht einfach, aber ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht die Unterscheidung, die man treffen muss, wo eben halt Informatik primäres Interesse ist und wo eben halt das fachliche andere Interesse ist, wenn man das an diesem Beispiel so erklären kann. Ja, sehe ich genauso. Das hat man ja in ganz vielen Feldern, dass man eigentlich feststellen kann, aus der Informatik wollen wir die Methoden verbessern, während in anderen Bereichen es eher um die Anwendung von diesen Methoden geht. Wenn ich jetzt das Thema Bildanalytik nehme, dann gibt es das in ganz vielen Disziplinen. Wenn ich mir jetzt Lebenswissenschaften anschaue, dort Gehirnscans zu analysieren oder irgendwelche Zellstrukturen anzuschauen, da nutzt man natürlich auch maschinelles Lernen, TensorFlow etc. Aber da hat keiner die Ambition, TensorFlow zu verbessern. Und da könnte, glaube ich, genau diese Differenzierung drin sein, dass man sagt, in der Informatik fokussiert man sich auf diesen Methodenbereich und deshalb sind auch dort Themen wie Videoanalyse, Bildanalyse, Textsprachanalyse etc. ein Thema und deshalb muss man dort am Ende auch Datenbestände haben als Referenzbestände. Aber das ist praktisch die Trennung oder auch der Anknüpfungspunkt, je nachdem, wie man sehen möchte, zu anderen Wissenschaften, die dann sagen, ja genau, die neuen Machine Learning Verfahren für Bilder interessieren mich in dem Bereich. Das ist so ähnlich wie dein Beispiel eben in der Musteranalyse bei Genomsequenzen, wo sicherlich im Suchverfahren ganz viel aus der Informatik kommt, aber das Fachspezifische dann eher sicherlich in der Biologie oder Medizin liegt. Ulrike, du hattest eben auch noch genickt oder so. Hattest du noch eine Anmerkung? Dann vielleicht eine Frage von Frau Michael. Ist das wirklich ein erstrebenswertes Ziel, bei jeder Publikation alle Artefakte verpflichtend zu machen?
Die Begutachtung wird deutlich komplexer und zeitaufwendiger und auf der einen Seite und auch für die Autoren wird es aufwendiger und dauert länger, ein Papier einzureichen und durch die Prüfung zu bekommen. Ich glaube, die Frage richtet sich vor allem an Sie, Frau Kuciolek. Gut, ich persönlich kann erstmal sagen, ich denke schon. Der Aufwand, das kommt vielleicht auch darauf an, was man erwartet dann von diesen Artefakten. Man könnte jetzt ja auch gerade mit diesem gestuften ACM-Verfahren sagen, naja, zumindest jetzt mal diesen Level Functional zu demonstrieren, sollte ja eigentlich fast kein Mehraufwand für die Autoren da sein, denn hoffentlich haben sie die Software ja wirklich geschrieben und tatsächlich die Analysen gemacht, die sie dann in ihrem Paper geschrieben haben. Und ich glaube, das sind die beiden Vorteile, die man einfach davon hätte, dass man zum einen als anderer Forscher dann auch auf diese weiteren Erkenntnisse, die sich darin verbergen, dann auch zugreifen kann. Und, wenn das ist vielleicht ein bisschen negativer Einsicht, man aber auch als Gutachter zumindest nachvollziehen kann, die Möglichkeit hat, ob das tatsächlich dieser Claim, diese Aussage, die in dem Paper gemacht wird, auch tatsächlich zutrifft. Und ja, gut, das wäre jetzt auch mal interessant, vielleicht empirische Forschung im Nachhinein zu machen, inwiefern das auch mal nicht der Fall ist. Also wir hatten schon mal Papiere, die wir uns angeguckt haben, auch von hochrangigen Konferenzen, wo wir dann gedacht haben, im Moment irgendwie die Zahlen, das kann eigentlich nicht sein. Aber wo man dann keine Möglichkeit hat, das dann tatsächlich auch nachzuprüfen. Der Aufwand für die Begutachtung ist sicherlich ein Problem. Ich meine, der wird jetzt tatsächlich durch diese freiwilligen Dinge auch schon gemacht, aber das kann ich jetzt auch wieder selber aus eigener Erfahrung sagen, schon bedeutender Aufwand. Und dann ist tatsächlich auch die Frage, wie tief kann man da einsteigen in ein einzelnes Artefakt, das nachzuvollziehen, wo hört man dann natürlich auch auf, aber man geht ja nicht durch jede Zeile Quellcode durch oder so. Das ist vielleicht auch gerade was, wo man sich über bessere Standards und auch Erwartungen und Begutachtungsleitlinien dann, also oder die noch bräuchte, solche Leitlinien, um zu definieren, was ist denn eigentlich der Standard dafür. Ja, dazu vielleicht eine Anmerkung von Herrn Schiefer. Andere Fachdisziplinen, zum Beispiel die Molekularchemie, fordern teilweise schon die zusätzliche Veröffentlichung von Forschungsdaten, um Papiere überhaupt anzunehmen. Insofern lohnt da vielleicht auch mal der Blick über die Disziplin hinaus, beziehungsweise im Rahmen der NFDI-Konferenz wird es ja da sich auch gab es schon einen entsprechenden Austausch und wird es sicher auch noch geben. Vielleicht auch noch eine Bitte an Sie, alle Zuschauenden und Fragestellungen. Dieses Format schriftliche Fragen zu stellen, lädt natürlich dazu ein, hier halbe Romane einzugeben. Das macht es für mich jetzt etwas schwieriger, die Essenz des Ganzen auf den ersten Blick zu erfassen. Aber wenn Sie sich da vielleicht etwas prägnanter fassen könnten. Es gibt noch die Frage, sind nicht Trace-Files, Ausführungslogs ebenfalls eine sehr wichtige Quelle in Bezug auf Programmanalyse und Reproduzierbarkeit? Ja, definitiv, würde ich sagen. Also das ist, also nochmal vielleicht ein Anschluss an die Bemerkung von Frau Michael. Klar, das wird aufwendiger und jetzt Traces sind ja auch keine Daten, die recht überschaubar sind. Also das kann ja sehr schnell sehr, sehr viel werden. Und die Analyse dieser Traces ist sozusagen auch wieder ein Datenanalyseproblem möglicherweise, je nachdem, um welche Problemstellung es sich da handelt. Finde ich schon sehr spannend auch. Aber ich glaube, um sozusagen ein Mindestmaß an Qualität bei unserer Forschung und unseren Forschungsergebnissen zu bewahren oder auch noch besser zu machen, als wir es bisher gemacht haben, gerade im Bereich von Software, muss ich eben halt sagen, dass man eben halt mit diesem Zusatzaufwand auch leben muss, also ein Stück weit. Vielleicht muss man das auch mal ausprobieren und möglicherweise findet man da auch Optimierungen Dinge, die man auch da vielleicht auch automatisieren kann. Die Softwaretechniker sind ja auch immer gerne dabei, Dinge zu automatisieren. Das wäre sozusagen nochmal ein eigenes Forschungsgebiet für sich gesehen an der Stelle, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir müssen diesen Aufwand durchaus treiben an der Stelle. Das muss sich ja vielleicht auch entwickeln. Also der Aufwand wird ja, denke ich, mit der Zeit, wenn man Erfahrungen hat von den Prozessen und auch Umgebungen hat, die das unterstützen, immer einfacher. Also eben ist das Beispiel ja genannt, es gibt ja Disziplinen, wo das Standard ist, also wo man für bestimmte Journale immer die Artefakte beilegen muss. Eben ist ja Bioinformatik, Molekularbiologie genannt worden. Das fand ich immer faszinierend. Die machen das seit vielen Jahren. Als ich mir das mal angeschaut habe, was das für Artefakte sind, dann ist man wieder überrascht. Da ist eine einzelne Excel-Tabelle mit 10 Zahlen plötzlich das Artefakt.
das einen Graphen dargestellt hat im Paper, wo man da gerade nicht viel rauslesen kann. Aber die haben sich auch weiterentwickelt und heutzutage ist das nicht mehr so. Und bei uns wird es wahrscheinlich genau so sein. Es ist ein großer Aufwand, solche Artefakte zu prüfen. Vielleicht muss man erstmal klein anfangen und sagen, okay, der Code ist überhaupt erstmal da und referenziert und im nächsten Schritt erfährt man was über die Ausführungsumgebung und danach auch über die Trace-Files und den erwartbaren Monitoring-Daten, die man hat. Und vielleicht ist das genau so ein Ziel in so einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur, dass man irgendwann sagen kann, das passt alles zusammen. Also ich als Gutachter muss das vielleicht alles gar nicht runterladen und händisch nachvollziehen, sondern vielleicht gibt es Umgebungen, wo die Laufzeitumgebung was ausführt und man direkt sehen kann, passt der Log-Output, passen die Trace-Dateien genau zu dem, was ich erwarten würde. Und am Ende geht dann nur noch Lampe von grün auf rot. Aber das muss sich mit der Zeit entwickeln. Das müssten wir erstmal für uns verstehen, was brauchen wir. Ich meine, die Disziplinen, die im großen Umfang das schon machen, sind die Disziplinen, die erfahrungsgemäß bekannt dafür sind, dass Daten nicht reproduzierbar sind. Ich lasse das mal so ganz offen im Raum stehen, was da die Ursache ist. Was vielleicht bei uns in der Form noch nicht der Fall war, aber sicherlich auch ein Thema wird, was zunehmend drängender wird, dass man genau in diesen Bereichen überhaupt eine Chance haben muss, zu prüfen, passt das überhaupt in dem Paper zu dem, was da irgendwo mal gemessen oder errechnet wurde. Ja, es gab jetzt die eher technische Frage, wie kann man hier eigentlich applaudieren? Und das ist eine gute Frage, auf die ich leider keine Antwort habe. Vielleicht können wir das Handhebenzeichen einfach als solches mal umfunktionieren. Aber ansonsten überlegen wir mal zum nächsten Mal, ob es da vielleicht eine bessere Möglichkeit für gibt. Jedenfalls schien das auf jeden Fall auch zu die Stimmung zu stoßen. Frau Meister hat eine, glaube ich, ganz oder sehr interessante Frage eingebracht. Gibt es denn schon Überlegungen, die systematische, strukturierte Bereitstellung von Forschungsdaten mit akademischen Anreizsystemen zu verbinden? Also nicht nur auf der Ebene der Fachkonferenzen, sondern auch hinsichtlich Leistungsindizes und so weiter. Ja, also es gibt in vielen Bereichen, wo das diskutiert wird und teilweise langsam losgeht. Ich habe noch keinen Bereich gesehen, wo es wirklich flächendeckend etabliert ist. Aber das ist natürlich immer sehr disziplinspezifisch. Da müssen wir uns wieder alle selber anschauen. Wenn wir in der Berufungskommission sitzen und Unterlagen anschauen, spielt das für uns eine Rolle in irgendeiner Form oder nicht? Solange wir das nicht in irgendeiner Form selber einfordern, vorleben, wird man nicht erwarten können, dass das im großen Stil gemacht wird. Aber da gibt es natürlich schon Verfahren, ne? So ähnlich wie die kommerziellen, diese Publons-Systeme, gibt es natürlich auch andere, wo man am Ende Pünktchen dafür kriegen kann, wenn man Artefakte bereitgestellt hat und die auch sehr häufig geladen und angeschaut worden sind. Das Thema Software als Daten begreifen und mitveröffentlichen scheint hier wirklich auf viel Interesse zu stoßen. Da kommen einige Fragen zu. Es gibt zum Beispiel auch die Frage, wie könnte das hinsichtlich der Anonymisierung aussehen? Insbesondere bei Software ist es ja immer ein ziemlicher großer Aufwand, um ein Double Blind Peer Review sicherstellen zu können. Ja, da könnte ich lange drüber reden. Da würde ich sagen, dann sollte man das Double Blind für die Artefakte dann auch wieder lassen, weil das tatsächlich. Also wir hatten ja eben schon über Aufwand oder Kosten-Nutzen so ein bisschen gesprochen, weil ich glaube, das wäre wirklich ein nicht zu vertretender Aufwand und das widerspricht sich auch völlig zu sagen, ich will einerseits eine DOI haben von dem Artefakt und andererseits aber nicht wissen, wer das gemacht hat. Was vielleicht auch der Vorteil von so einem zweistufigen Verfahren ist, wie das jetzt implementiert wird, dass eben das Paper selber noch nicht, noch double blind begutachtet werden kann, wo eben die Autoren noch nicht klar sind, wenn dann es an die Artefakte geht, dann sind dann die Autorennamen bekannt. Und vielleicht wäre das auch, selbst wenn man die Artefakte gleich einfordert, eine Möglichkeit, dass man sagt, na, man hat erstmal ein paar Wochen lang nur das Paper begutachtet und dann für die, die in Frage kommen, veröffentlicht zu werden, guckt man sich dann auch nochmal die Artefakte an und weiß dann, wer die Autoren sind. Und hoffentlich würde das jetzt nicht dazu führen, dass plötzlich die Gutachter ihre Meinung komplett ändern. Es geht ja eigentlich bei dem Double Blind, so wie ich es verstehe, erstmal nur darum, irgendwie einen initialen Bias hinsichtlich, oh, der kommt von der und der Universität oder sonst irgendwelcher Punkte, wie der Name klingt oder so, zu vermeiden, sodass ich da wenig Bedenken hätte, das dann später aufzugeben. Aber tatsächlich, da muss man gucken, wie das zusammenpasst. Das hat auch bei uns in der Gruppe schon zu Verärgerung geführt bei Konferenzen, die sagen, ja, die Artefakte sollten Double Blind sein.
Oh je. Also die Verärgerung war bei uns in der Gruppe, wir haben es da gemacht, aber es ist nicht sinnvoll, glaube ich. Wahrscheinlich vor allem an euch, Michael und Ulrike, gerichtet. Es gibt die Anmerkung, dass sich ja innerhalb der GI die Fachgruppe Langzeitarchivierung mit solchen Fragen, insbesondere mit digitalen Kulturartefakten, schon länger beschäftigt. Das ist jetzt mehr eine Anmerkung, aber vielleicht auch ein Gesprächsangebot und in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal die Erwähnung nfdi@gi. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie im Rahmen dieser Initiative innerhalb der GI aktiv werden wollen und sich hier einbringen wollen. Aber wenn ihr dazu noch was ergänzen möchtet, sehr gerne. Ja, Ulrike, willst du? Oder? Ich würde einfach ein herzliches Willkommen aussprechen. Also wir hatten es schon versucht, über die Fachbereichsleitungen an die Aktiven innerhalb der GI heranzukommen. Aber wie wir wissen, wenn man einen großen Tanker steuert, dann geht nicht immer alles bis in jedes kleinste Detail vorwärts mit allen Nachrichten. Das heißt also, wenn es da das Engagement gibt, an diesem Antrag mitzuwirken, dann freuen wir uns da sehr, insbesondere wenn da die Expertise auch liegt. Das ist gern gesehen. Ja. Es gibt ja auch die eine der Grand Challenges, die Informatik ausgelobt hat, befasst sich ja auch damit. Und das ist sicherlich eben halt auch eine Quelle, die wir da auch nochmal bespielen können. Danke für den Hinweis. Und auch gerne melden, wir brauchen Menschen, die eben halt mit Input geben, auch mitschreiben und sozusagen Ideen liefern, damit wir das irgendwie abrunden können. Das ist schon wichtig an der Stelle. Und auch wie vorhin schon gesagt worden ist, es geht nicht darum, Festplatten zu kaufen, sondern es geht darum, Menschen zu organisieren, auch Menschen zu bezahlen am Ende des Tages, die eben halt das alles machen. Und von daher ist es eben halt nicht dazu da, eben halt jetzt eine große Infrastruktur in Form von Software und Maschinen zu machen, sondern eben halt alles, was damit zu tun hat, die Personen zu organisieren, die das machen sollen und so weiter, das zu finanzieren an der Stelle. Das ist nochmal ein allgemeiner Hinweis, der eben auch in diese Richtung geht. Dazu passt vielleicht ganz gut die Frage von Herrn Monschau. Inwieweit ist die NFDI eigentlich als Umsetzung der Kampagne Public Money, Public Code im wissenschaftlichen Umfeld zu verstehen? Eine Querverbindung, an die wir noch nicht direkt gedacht haben, aber das ist schon fundamental in diesem FAIR-Prinzipien auch verdrahtet im Sinne von, dass eben halt diese Zugriff und die Verfügbarkeit der Ergebnisse eben halt sehr frei verfügbar sein soll. Ich glaube, da haben wir teilweise weniger Schwierigkeiten als manche andere Disziplinen. Also als ich mit Chemikern geredet habe, haben die gesagt, okay, bei uns sind sowieso alle Daten bei der Industrie. Im Grunde genommen spielt das sozusagen im öffentlichen Bereich keine Rolle. Ich kann das fast nicht glauben, aber ich will mich da bei den Chemikern nicht einmischen. Aber das, inwiefern sozusagen Public Money dann auch eben halt diese, also die Quelle des Geldes ist vielleicht gar nicht mal so interessant, aber die Ergebnisse, die in diesem Bereich geschaffen werden, sollten eben möglichst frei verfügbar sein. Das ist dieses Prinzip FAIR, F-A-I-R, das, was ja eben halt vorhin auf den Folien waren, was eben halt ganz, ganz groß oben auf der Initiative auch draufsteht. Dazu vielleicht noch eine Anmerkung in einem größeren Kontext, jetzt nicht auf Deutschland bezogen, sondern auf dem europäischen Level. Die European Open Science Cloud, was sozusagen das kontinentale Pendant zur NFDI ist, die ist innerhalb der EU-Strukturen angesiedelt in der Digital Single Market Strategie. Dort geht es also durchaus um eine Öffnung auch jenseits des Wissenschaftsbereiches noch. Der Gedanke ist im Hinterkopf manchmal gar nicht ganz verkehrt. Es gibt von Herrn Brinkmann eine Antwort auf eine Frage, die wir vorhin mal angefangen haben zu diskutieren, nämlich die Frage der Anonymität Double Blind. Er schreibt, bei einigen Konferenzen im HPC-Bereich, zum Beispiel bei ACM oder IEEE, werden die Artefakte von anderen Gutachtern als die Papiere begutachtet. Das vielleicht nochmal als Hinweis dazu. Dieses Thema erfreut sich ja wirklich
großer Beliebtheit. Ich glaube, vielleicht machen wir dazu nochmal eine ganz eigene Veranstaltung. Es gibt die Frage, wie können wir denn bei der Analyse von Modellartefakten eigentlich mit proprietären Dateiformaten umgehen? Das wahrscheinlich generell die Frage der Lizenzen ist eine relativ komplexe. Gibt es dazu schon ausgereifte Überlegungen? Von meiner Seite nicht. Also tatsächlich, wenn man jetzt sagt, es sind proprietäre Software-Tools, die gleichzeitig einigermaßen weit verbreitet sind und wo vielleicht dann doch die Annahme da sein kann, dass innerhalb eines Begutachtungskreises zum Beispiel der ein oder andere so eine Lizenz hat. Also MATLAB würde mir jetzt gerade einfallen, eventuell, wobei da das Problem der Datenformate, glaube ich, nicht besteht, dann könnte man das wahrscheinlich noch hinbekommen, wenn man jetzt gleichzeitig sagen würde, naja, dass die Konsequenz ist, dass proprietäre Software nicht in so einer Toolschein der Analyse der Daten verwendet werden kann, weil es eben proprietäre Formate hat und weil ja vielleicht auch nicht jeder diese Software hat, der das nachnutzen wollte. Ich glaube, das ist unklar, wie man damit umgehen muss. Da muss man wahrscheinlich pragmatische Lösungen finden. Also ähnlich auch zu den Industriedaten, die ich eben gesagt habe. Also in der Softwaretechnik werden wir bestimmt nicht darauf verzichten, dass Autoren auch mal ihre Erfahrungen mit wirklichen Industrieprojekten kundtun in ihren Papieren. Und wenn das der Fall ist, dann können die Daten dazu nicht unbedingt immer offengelegt werden. Und dann muss man dafür dann vielleicht auch eine Ausnahme machen oder irgendwie als Community ein Verständnis entwickeln, dass das quasi eine andere Art von Wert ist, diese Erfahrung aus der Praxis. Und man da das irgendwie gegeneinander abwägen muss, diese verschiedenen Dinge. Aber trotzdem braucht man eine Strategie für die Fälle, wo es gut möglich ist, glaube ich. Ja, ich glaube, also, es gibt hier wirklich viel Gesprächsbedarf zu dem, insbesondere zu der Schnittstelle zum Publikationsprozess. Das scheint auf jeden Fall ein Thema zu sein, was innerhalb eines möglichen Konsortiums auf jeden Fall stark adressiert werden muss. Es gibt die Frage aus Neugierde. Aus Neugierde schreibt Herr Leser, wird denn bei ICSI ein Paper, das bei der Prüfung sich als nicht reproduzierbar erweist, dann noch nachträglich abgelehnt? Könnt ihr die beantworten? Habe ich noch nicht gehört. Ich nehme mal an, dass also es reichen ja auch nicht alle ein. Dadurch kommt das vielleicht dann auch nicht vor. Und es geht da ja tatsächlich auch nicht um reproduzierbar, sondern um reproduziert. Und wenn man das dann erstmal einreicht, ist vielleicht noch die Frage, ob das jetzt als Reproduktion gilt oder nicht. Weniger, ob das jetzt das Papier ungültig macht. Also das habe ich in den Diskussionen noch nicht gesehen. Aber tatsächlich, wenn man jetzt sagen würde, die sind obligatorisch, die Artefakte, könnte das vielleicht schon mal eher der Fall sein. Jetzt in diesem Fall, wo sie noch freiwillig sind, ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass das noch nicht der Fall gewesen ist. Also zumindest nicht bei dem, was ich mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob der andere noch, Michael, vielleicht auch was Gegenteiliges schon mal gehört hat. Nee, habe ich noch keine Erfahrung dieser Art. Also ich würde es aber kommen sehen, wenn es eben halt sozusagen strikter wird. Und dann muss das auch die Konsequenz sein, wenn das Werkzeug einfach nicht zum Laufen zu bringen ist beispielsweise und solche Sachen, dann muss man sagen, nee, das geht halt nicht. Also ich meine, das muss man dann eben halt auch als Autor in einer Form zur Verfügung stellen, in irgendeinem containerisierten Format oder so, wo es wirklich nur ein Knopfdruck ist, um das Ganze hochzufahren, zu gucken, ob es läuft, zumindest und für die 5 Testfälle, die dann da sind, eben halt dann auch die richtigen Ergebnisse produziert. Also das sollte schon sein. Und das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht anders vorstellen, wenn das dann nicht funktioniert, dass man dann einfach dann sagt, also tut uns leid, da gibt es vielleicht nochmal möglicherweise vielleicht einen Nachbesserungsversuch oder so, aber dann war es das auch. Hm? Ja. Ich möchte mal nur einen Punkt aufgreifen, der hier sehr früh zur Sprache gebracht wurde. Und zwar von Herrn Engels, macht es wirklich Sinn, über eine nationale Forschungsdateninfrastruktur zu sprechen und dafür Fördergeld auszugeben, wenn doch insbesondere die Informatik eine internationale Disziplin ist, die Community also international ist. Das ist bei anderen Communities auch so und deshalb ist ja genau die internationale Vernetzung ein ganz zentraler Punkt, der dort genannt ist. Also man geht nicht davon aus, dass wir jetzt in Deutschland für alles neue Standards, neue Dienste entwickeln und implementieren werden. Aber die NFTI gibt einem ein Format sozusagen
an internationalen Aktivitäten mitmachen zu können als deutscher Player, deutscher Partner. Also wenn es dort ein Konsortium gibt und man sagt, für ein bestimmtes Themenfeld, ich sage jetzt mal Software, ist man der deutsche Contact Point, um irgendwelche Standards zu etablieren, dann ist das ein Mechanismus, wie man das jetzt leisten kann. Das war ja vorher nicht der Fall. Da kann man ja als Lehrstuhlinhaber, als Einzelkämpfer zu irgendwelchen Veranstaltungen, Konferenzen fahren, kann sich natürlich auch in Gremien und Strukturen einbinden, aber im Vergleich zu Playern aus anderen Ländern, die teilweise andere Strukturen haben, wo man genau weiß, das sind die, die für bestimmte Themenfelder einfach sprechfähig sind. Da kriegt man jetzt das Gegenstück dazu in Deutschland. Ja, vielleicht, also die Frage war ursprünglich auch noch umfangreicher, vielleicht nochmal nachgefragt. Macht es nicht Sinn, eigentlich sich im Rahmen dieser Initiative auch mit den europäischen Partnern zu koordinieren und mindestens mit diesen zu koordinieren? Das ist die Absicht. Ja klar, ja. Das muss man. Also das muss man und das ist die Absicht und die Kontakte existieren. Von daher werden wir das tun und auch eben halt in den Antrag mit einbringen. Die werden sicherlich nicht gefördert werden von der DFG oder von der GWK aus, aber das ist irgendwie klar. Aber man wird sicherlich sozusagen den Kollaborationspart der deutschen Initiative eben halt auch aus diesen Mitteln finanzieren können. Oder auch müssen, das wird sich gar nicht anders darstellen lassen, aber das ist schon ganz klar die Absicht, dass wir hier nicht eine Insellösung schaffen, sondern eben halt eine interoperable Lösung. Interoperabilität generell ist eben halt ein hohes Gut an dieser Stelle und ich sehe das eben halt auch so, dass das ganz klar auch in die Richtung der internationalen Partner geht. Es gab noch eine weitere Frage sozusagen zum Verständnis der NFI an sich. Und zwar sind die beantragten Mittel Personalmittel für den Aufbau zeitlich begrenzter Ressourcen oder für den dauerhaften Unterhalt der Infrastruktur gedacht? Ich glaube, das lässt sich schnell beantworten, aber gut, das nochmal klarzustellen. Für beides. Also wenn man rausbekommt für eine bestimmte Community, für einen bestimmten Bereich braucht man einen Dienst, dann hat man die Mittel verfügbar, um den zu entwickeln, zu implementieren und in einen Produktionsbetrieb zu überführen und den auch darüber nachzufinanzieren. Trotzdem muss man sagen, ich habe es ja in meinem Teil gesagt, die Erwartung ist nicht, dass man jetzt ganz viele Infrastrukturpartner etabliert. Und da muss man auch nochmal sich überlegen, wer welche Rollen besonders gut ausführen kann. Wenn ich als normaler Lehrstuhlinhaber antrete, dann bin ich sicherlich sehr gut geeignet, Standards mitzudefinieren und teilzuhaben, wenn es darum geht, unsere Bedarfe zu quantifizieren oder vielleicht auch Lösungen zu implementieren. Aber ich bin wahrscheinlich als Lehrstuhlinhaber kein Infrastrukturplayer, von dem man sagen kann, in 20, 30 Jahren wird genau die Software immer noch von dem Lehrstuhl betrieben. Deshalb für bestimmte Rollen sind ja auch nur die Universitäten und Einrichtungen antragsfähig und man nicht als Einzelwissenschaftler. Aber es gibt für beide Themenbereiche die Mittel. Gut, wir haben vielleicht noch ganz kurz, um noch eine Frage zu beantworten und würden dann noch vielleicht mal versuchen, einen Ausblick zu wagen, wie wir denn als GI eigentlich an dem Thema weiterarbeiten wollen. Es gibt noch eine Frage von Frau Meister. Bei der Publikation semantischer Vokabulare habe ich eine solche Anforderung erlebt. Ich glaube, das bezieht sich auf einen vorherigen Kommentar. Dann nehmen wir doch diese Frage. Die Einreichung und das Nachvollziehen von lauffähigen Software-Artefakten kann ein sehr hoher Aufwand sein, wenn das entstandene System etwa sehr spezifische Anforderungen an die Laufzeitumgebung erfordert. Wie kann damit umgegangen werden? Ja, das war in der Vergangenheit auch schon ein Problem, dass alleine, also das ist jetzt vielleicht nur wieder ein Teilaspekt davon, aber die Ausführung der Analysen, die da im Papier beschrieben wurden, was weiß ich, 2 Tage gedauert haben oder sowas, das ist dann auch ein Problem für den Gutachter. Und wenn das auch auf dem Laptop zum Beispiel wegen Speicher gar nicht funktioniert, ist es nochmal ein Problem. Wie da im Moment, glaube ich, mit umgegangen wird, ist zu sagen, man braucht auch kleinere Beispieldatensätze oder das wäre dann zumindest hilfreich, also so kleinere Testdaten, die dann schon demonstrieren, dass das Artefakt das tut, was es soll, auch wenn es jetzt dann für den Gutachter in dem Fall nicht direkt nachvollziehbar ist, ob auch tatsächlich für die
Eingabedaten, die in der Publikation beschrieben werden, auch tatsächlich die Ergebnisse rauskommen. Und was anderes wäre wahrscheinlich noch, dass man wirklich nachdenkt, ob man das nicht auch als, wie wir eben schon diskutiert haben, als Webdienst dann anbieten könnte, dass Gutachter, also dass Leute, die Papiere submitten oder Artefakte submitten, das gar nicht nur per GitHub und Source Code oder vielleicht noch eine VM machen, sondern das eher auf eine Plattform hochladen, sodass Gutachter dann auf dieser Plattform ausführen können und die Autoren selber vorher testen können, ob auf der Plattform das auch ausgeführt werden kann und ob die vielleicht auch genug Leistung dafür hat oder ob man dann ein bisschen reduzieren muss. Also ich glaube, das hätte mir als Gutachterin von einem halben Jahr viel geholfen. Vielleicht muss man das auch noch um folgenden Punkt ergänzen. Wir haben, glaube ich, noch nicht so eine in vielen Bereichen der Informatik, ich will keine pauschale Urteile abgeben, aber ich habe den Eindruck, zumindest das, was ich überblicken kann im Bereich von Software Engineering, noch keine gute Kultur entwickelt, um auch sozusagen die Replikation eines Experimentes als eine Publikation zu akzeptieren. Also dass da eben halt sozusagen das ist ja in anderen Disziplinen durchaus, sagen wir mal, sehr viel wichtiger noch, dass eben halt, Medikamente oder so in der Medizin oder so, eben halt, dass da replizierende Experimente oder in der Psychologie, da gibt es ja auch ein Riesenproblem. Oder gab es mal eben halt, ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen, weil ich da auch kein Experte bin, eben halt viele Dinge eben halt auch wirklich replizieren muss und das auch als eine Publikation akzeptieren, dass eben halt jemand ein Experiment, was jemand anders gemacht hat, unabhängig repliziert und das als Veröffentlichung auch gilt. Da muss man neue Standards entwickeln oder auch möglicherweise angepasste Standards entwickeln, die das eben halt auch definieren, was das bedeutet. Aber ich glaube, dass wir das auch noch entwickeln müssen an der Stelle. Gut, ich glaube, wir werden es leider nicht mehr schaffen, noch wesentlich mehr Fragen zu beantworten. Aber lasst uns doch noch mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie wir als GI nun weitermachen. Wir haben uns ja verschiedene Gedanken gemacht. Ulrike, Michael, wollt ihr vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Vielleicht eine Frage erst noch mal vorab. Also diese ganzen Fragen, die da in dem Chat oder per E-Mail angekommen sind, die werden ja auch gesammelt. Also da geht nichts verloren oder so, würde ich mal vermuten oder so, dass wir im Nachgang noch mal eine Analyse machen können, dass da vielleicht noch sozusagen da möglicherweise an Input noch verwerten können oder so, oder ist das kann man so sagen, oder? Ich behaupte einfach mal ja, ich bin mir relativ sicher. Okay. Gut. Aber doch, das werden wir ja zusehen und das macht auf jeden Fall Sinn, da nochmal reinzuschauen. Ansonsten, wie gesagt, ich sage es nochmal, nfdi@gi.de, schreiben Sie uns sehr gerne, wenn Sie an den Themen mitarbeiten wollen oder bringen Sie auch einfach in Ihren Fachgruppen zur Sprache. Genau. Ja, vielleicht fange ich einfach mal an. Ulrike, du ergänzt das oder möchtest du anfangen? Wir werden auf jeden Fall eben halt eine Folge von solchen Events machen zu den weiteren Themen. Also die weiteren Themen sind eben halt die verschiedenen Datentypen, die wir eben halt adressieren wollen, zumindest im ersten den ersten Schritten, die wir eben halt adressieren wollen. Wir haben im Bereich der verschiedene Dinge schon identifiziert. Mensch-Maschine-Schnittstelle-Forschung ist ein großer empirischer Bereich, der eben halt ganz spezifische Anforderungen auch hat, wo wir eben halt auch gerne möchten und auch schon Mitspieler identifiziert haben, wäre ein Thema. Das Thema Artificial Intelligence ist sicherlich eben halt auch ein wichtiger Punkt. Nur um diese beiden Beispiele zu nennen. Wir haben schon noch mehr im Gepäck. Wir werden das jetzt in relativ kurzen Schritten, jetzt nicht täglich, aber irgendwie doch überschaubar in wenigen Wochen, dann eben halt modulo der Sommerpause dieses Format weiter durchführen und versuchen, es auch zu dokumentieren in einem LNI-Band. Also dass wir eben halt auch hier einen Anreiz haben, dass sozusagen Beiträge, die hier kommen, dann sich auch in einem LNI-Band niederschlagen. Das ist sicherlich noch eine Herausforderung für die sowieso hier die Arbeit machen, aber da gibt es vielleicht auch ein paar Freiwillige, die uns dann da helfen wollen. Ulrike. Ja, vielleicht sollten wir auch noch was über die Antragsschreiberei sagen, wie da der grobe Plan ist. Ja, bitte. Also wir planen
nach aktuellem Stand in der jetzt anstehenden Runde zur NFTI einen Informatikantrag einzureichen, der auch dieses Kürzel tragen soll, was wir jetzt hier über dem Webtalk als Titel gesehen haben, also NFTI Cross CS. Cross, um auszudrücken, dass wir da sozusagen eine Überkreuzwirkung erzielen wollen, die NFTI für die Informatik, aber die Informatik für die NFTI, als Anspielung auf diese Cross-Cutting-Issues, die sich quer durch die NFTI ziehen mit den Fragen, die einfach alle bewegen, die wir vorhin auch schon gehört haben, weil Softwareentwicklung in alle Felder reinragt und Daten überall anfallen. Dieser Antragsschreibeprozess, der wird uns in den nächsten Monaten heftig zu tun geben, denke ich. Also Michael und ich haben da, glaube ich, schon ein bisschen grausen, ob wir das alles pünktlich fertig kriegen. Das heißt, wir freuen uns über jede tatkräftige Hilfe, jeden klugen Gedanken oder auch einfach mal einen Korrekturleser, der sagt, so könnt ihr das nicht schreiben. Deswegen freue ich mich, dass wir hier heute so viele Teilnehmer hatten, in der Hoffnung, dass da aus diesem gesammelten Fundus GI, den wir haben, da vielleicht doch noch der eine oder die andere sich findet, um mit anzupacken. In der Hoffnung, dann auch wirklich für die Breite der Informatik sprechen zu können. Das ist unser Anliegen. Das heißt, wir haben das jetzt zwar aus dem GI-Vorstand heraus angestoßen, haben aber tatsächlich den Anspruch, für das gesamte Fach zu sprechen, auch nicht nur für die GI-Mitglieder, sondern tatsächlich für alle Informatiker, auch für die, die sich bislang nicht dazu durchringen konnten, in die GI zu kommen, was ich nicht verstehe, aber akzeptieren muss. Das heißt also, wer auch immer sich berufen fühlt, bitte, bitte mitmachen, melden Sie sich bei uns. Nikolas hat schon gesagt, fdi.gi.de, da erwischen Sie uns. Vielleicht noch eine kleine Bemerkung dazu. Wir sind auch im Gespräch mit weiteren Fachgesellschaften, die informatiknah sind. Und das soll alles auf Augenhöhe einbezogen werden. Und da gibt es keinen von oben herab, sondern eben halt ein kollaboratives und kooperatives Miteinander. Und von daher eben halt auch nochmal, so, das ist jetzt nicht auf den Verein, den wir hier bilden, eben halt beschränkt, sondern eben halt, es geht um die Informatik und die ist sicherlich eben halt auch gut vertreten durch die GI, aber nicht jeder ist in der GI, der Informatik macht, insofern eben halt auch gerne sozusagen an der Stelle die Kooperation mit anderen Fachgesellschaften, die hier eine Rolle spielen wollen. Gerne dazu. Gut, gibt es von Ihnen beiden noch famous last words oder dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei Ihnen und euch vielen zu bedanken, beziehungsweise auch bei Ihnen zwischenzeitlich über 110 Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir würden uns, wie jetzt schon mehrfach sehr freuen, wenn Sie Lust haben, sich an dieser Initiative und unserer Arbeit zu beteiligen und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Ganz am Ende vielleicht noch ein technischer Hinweis. Dieser Web-Talk wurde aufgezeichnet und Sie bekommen in den nächsten Tagen, Stunden eine E-Mail mit dem Link zu der Aufzeichnung, falls Sie vielleicht einen bestimmten Teil nochmal nachsehen wollen. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und hoffe, dass wir uns hoffentlich ebenso zahlreich demnächst an anderer Stelle wiedersehen. Herzlichen Dank auch. Ich wünsche auch alles Gute und bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank auch an dich, Niklas. Tschüss.